Für unseren Kanuslalom-Rennfahrer Franz Anton ging es ab ins warme Australien fürs Trainingslager. Doch was durfte er dort neben dem harten Training noch so alles erleben? Ja, hallo, ich bin jetzt hier am Flughafen in München und im Prinzip in einer Stunde geht unsere Reise nach Sydney los. Wir werden 20 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs sein. Die Boote sind schon eingecheckt. Es gab ein paar Probleme, die jetzt aber geklärt wurden. Es sind ein bisschen schwer gewesen, die Boote, aber sonst hat alles geklappt. Und wir werden jetzt von München nach Dubai fliegen und von Dubai dann direkt Flug weiter nach Sydney. Und wir werden am Freitag dann um 7 Uhr früh in Sydney landen, wenn alles glatt geht natürlich. So, wir sind jetzt hier am Flugzeug gerade und konnten gerade beobachten, wie die Boote eingeladen werden. Ich kann das mal kurz zeigen. So sieht das aus, wenn die Boote ungefähr eingeladen werden. Da sind sie. Haben wir jetzt erstmal 6 Stunden Flug vor uns und dann 3 Stunden Aufenthalt in Dubai und dann geht's weiter nach Sydney. So, der erste Teil der Strecke ist geschafft. Wir sind jetzt hier in Dubai gelandet und ich sitze schon wieder im Flieger, um weiter nach Sydney zu fliegen. Jetzt kommt leider die längste Strecke. Wir sind jetzt nochmal 14 Stunden im Flugzeug und dann ist endlich eigentlich auch schon fast alles vorbei und dann sind wir schon so gut wie in unserer Trainingsstätte. Ja, wir sind jetzt endlich in Penrith angekommen und Wetter draußen hat uns direkt erschlagen. Es sind gefühlte 40 Grad. Ich glaube, auf dem Thermometer stehen aber 35 nur. Und dann werden wir mal sehen, wie wir uns an die Temperaturen hier gewöhnen. Das Haus, unsere Unterkunft ist sehr gut geworden. Ist sehr schön. Und Training beginnt in 3 Stunden. Davor gehen wir jetzt noch mal ein bisschen Sonnencreme einkaufen und ein bisschen was zu essen. Heute ist unser erster freier Tag. Wir sind hier am Jelly Beach in Sydney. Das Wetter ist gut. Wir werden dann nachher noch den Grill anschmeißen und uns ein paar Bretter ausleihen, dass wir noch ein bisschen surfen gehen können. Und hoffentlich spielt das Wetter mit, weil bisher hat es ein bisschen geregnet und wir wollen auch mal ein bisschen Sonne haben und ein bisschen braun werden. Wir sind jetzt hier am Strand von Manly und das Wetter hat sich zu guten gewendet. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand bekommen, haben jetzt auch endlich die Bretter. Ich werde mich jetzt mit dem SUP ein bisschen versuchen. Und werde euch dabei mal mitnehmen. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen was zustande und werden wir sehen. Nachdem wir gestern den ganzen Tag am Strand verbracht haben und es ständig bewölkt war und ich mir aber trotzdem den Mega-Sonnenbrand meines Lebens hier abgeholt habe, sind wir dann auch abends in die Stadt gegangen und haben uns da schön bekochen lassen. Sind heute wieder mit dem Training früh eingestiegen, mit einmal Laufen und dann noch in den Kraftraum. Werden dann nachher noch, weil die Einheit, die Wildwassereinheit ein bisschen später heute Abend ist, in den Känguru-Park fahren und uns da die Kängurus anschauen und dann beginnt der Trainingsalltag auch schon wieder ganz normal. Und das wird die komplette Woche durchgezogen, bis am Wochenende dann der Wettkampf stattfindet. Und da werden wir mal sehen, wie viel das Training gebracht hat. Schon bald könnt ihr hier auf unserem Kanal in einem neuen Video von Franz Anton erfahren, wie sein Wettkampf in Australien so verlief. Und bis dahin schaut euch doch mal diese Videos hier an. Dann mal bis dann.